Automaten in Büros? Lohnt sich das? Wie kann man profitabel damit arbeiten? Und warum läuft das Geschäft da anders als zum Beispiel mit den Autoautomaten? Mehr dazu in diesem Video. Herzlich willkommen beim Onkel Kramer. Ab geht's! Ja, viele Menschen, viel Umsatz. So ist ja normalerweise das Credo bei Autoautomaten, sage ich mal. Umso mehr potenzielle Kunden du hast, umso mehr kannst du natürlich verdienen. In der Bürowelt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich kenne einige Operator, die sich in der Bürowelt, sage ich mal, zu Hause finden. Und deswegen möchte ich auch einmal mein Wissen oder deren Wissen weitergeben. Denn die Aufstellung in Büros von solchen Automaten kann durchaus interessant sein. Ich würde sagen, wir gehen systematisch vor und gehen auf jeden einzelnen Punkt drauf ein. Das heißt, fangen wir mal an, wie oft muss denn im Büro so ein Automat überhaupt befüllt werden? Muss ich da jeden Tag hin, müssen da alle Zahlungsmethoden und so weiter rein? Und ich kann ganz klar sagen, ein Vendout im Büro ist nicht so schlimm wie draußen auf der Straße. Die Leute, die haben ja eh keine andere Wahl, ne? Ich sag mal jetzt, wenn keine Cola Zero da ist, dann nimmt wahrscheinlich auch jemand eine normale Cola. Das heißt, in deiner Kalkulation ist ganz wichtig, dass du das mit einbaust, dass du im Büro vielleicht nur alle 1 bis 2 Wochen anfährst und dementsprechend deine Route auch dementsprechend gestaltest. Und es können auch mal Spots sein, die ein bisschen weiter weg sind. Wenn du zum Beispiel in der Nachbarstadt mehrere Standorte hast, dann fährst du da nur einmal in die Nachbarstadt rein. Auch eine Störung ist nicht dramatisch, wenn das Ding mal 1, 2 Tage nicht läuft. Da reißt dir nicht gleich jemand den Kopf drauf ab. Was natürlich wichtig ist, ist das Sortiment. Das sollte auf die Leute im Büro drauf abgestimmt sein. Du kannst nicht einfach irgendwelche Produkte nehmen, sondern solltest vorher fragen, was wollt ihr gerne trinken. Es kommt natürlich auch auf die Größe des Büros an und dementsprechend kannst du dann halt gucken, welche Größe du reinstellst. Und es hat einige Vorteile, aber auch Nachteile, im Büros aufzustellen. Und da gehen wir so nach und nach eben drauf ein. Als nächstes ist natürlich die Frage, welcher Automat? Da würde ich immer empfehlen, nimmt einen Indoor, nimmt einen kleinen, nimmt einen, der preiswert ist. Als Beispiel oder schönes Beispiel ist der Vendo Budget, der in einigen Büros drin steht. Der erfüllt seinen Zweck und hat im Prinzip dieselben Funktionen fast wie der große Bruder, nur dass eben alles ein bisschen günstiger gebaut ist. Das ist ein schönes Beispiel von einem Budget. Solche Automaten stehen auch in Hotels. Wichtig ist auch, wenn sowas im Büro drin steht, dass ihr ihn trotzdem an der Wand fest fixiert. Weil sagen wir mal ehrlich, wer hat noch nicht am Automaten gerüttelt und man möchte ja keine neuen Chancen bieten. Außerdem ist es aus Sicherheitsgründen immer so, dass ihr gucken solltet, dass niemand verletzt werden kann. Wenn jemand versucht, so ein Ding umzukippen, kann das auch mal böse enden. Und das nächste Problem ist dann halt die Sorgfaltspflicht. Seid ihr der nicht nachgekommen, dann bist du halt der Dumme. Auch wenn du irgendwo so rein rechtlich im Kopf gesehen im Recht bist. Der nächste Punkt, wie schon erwähnt, die Ware. Und bei der Ware musst du halt darauf achten, dass du den Geschmack der Leute triffst, die dort auch arbeiten. Denn sonst hast du da Leichen drin, die dir ablaufen und die du nie im Leben verkaufen würdest. Deswegen vorher einmal eine kleine Umfrage machen im Büro. Was würdet ihr euch wünschen? Und dann kann man nachher immer noch was hinzufügen oder auswechseln oder mal einen Kracher zwischendurch reinhauen oder irgendwas, was man vielleicht im Angebot bekommen hat. Das ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Bei der Gestaltung des Verkaufspreises sollte man den Arbeitgeber mit einbeziehen. Man kann zum Beispiel sagen, hey, möchtest du das Ganze subventionieren? Das fördert eure Verkäufe, ne? Und dann rechnet ihr hinterher mit dem Arbeitgeber nochmal gesondert ab. Und dementsprechend ist das eine ganz coole Sache für die Mitarbeiter natürlich. Die müssen nicht los, also verschwenden noch keine Arbeitszeit oder verlieren den Versicherungsschutz, weil sie irgendwo einkaufen gehen. Haben mit dem Snackautomaten eine positive Sache von ihrem Chef bekommen, wo sie günstig einkaufen können, sogar günstiger als vielleicht im Kiosk nebenan. Und auch wenn Kunden kommen, hat man immer was auf Vorrat, ohne dass man vielleicht irgendwo irgendwas verschenken muss. Wenn es gut läuft und das Büro vielleicht groß genug ist, dann würde sich sogar ein Kaffeeautomat rentieren. Die brauchen selber sich gar nicht mehr um Kaffee oder irgendwas kümmern, sondern haben immer ihre Snackstation, vielleicht in der Kantine oder vielleicht auf dem Flur im Büro, immer vorrätig. Und genauso muss das sein. Und da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt und das ist der Standortmiete. Denn das ist ein großer Vorteil im Bereich des, ich sag mal, Firmenoperating, Betriebsverpflegung nennt man das ja auch. Denn dort kannst du auf jeden Fall sehr viel Geld sparen in den Betriebskosten, sage ich mal. Du brauchst keinen Strom in der Regel bezahlen, das sind ja auch meistens 25 Euro im Monat. Die Maschine, die hält länger, weil die halt indoor steht. Es wird nicht vandaliert oder sowas, also kannst du, die Lebensdauer der Maschine bestimmt noch mal 5 bis 10 Jahre zurechnen. Und das Schöne, wie gesagt, du brauchst keine Standortgebühren bezahlen. Wie bekomme ich den Automat überhaupt dahin?
Ganz einfach, es gibt verschiedene Methoden. Also die Indoor-Automaten, die sind da nochmal ein bisschen leichter. Du kannst jetzt zur Not auch die Treppen hochwuchten. In der Regel ist es mehrstöckig, hast du da auch einen Fahrstuhl und kannst dort mit dem Hubwagen das Ding bequem bis zur Stelle hinfahren. Ansonsten, wie gesagt, mit Manpower geht das. Und wenn es gar nicht geht, es gibt gewisse Treppensteiger, die kann man bei Spedition mitbuchen und kriegt das Gerät auf jeden Fall easy nach oben und auch wieder runter. Und anders als beim Standort auf der Straße ist es relativ einfach, in der Betriebsverpflegung Standorte zu finden oder zu bekommen oder in Büros, weil einfach mal der Mehrwert fürs Büro viel größer ist, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo draußen einen Standort hat und da was mieten möchte. Und das Beste, was du machen kannst, das ist immer persönlich vorsprechen. Denn viele machen den Fehler, die schicken einfach Mails raus, auch für gute Standorte. Wir müssen aber bedenken, ist der Standort erstmal verbrannt, eine Anfrage, dann wird er kein zweites Mal mit Ja beantworten. Deswegen müsst ihr schauen, dass ihr am besten persönlich vorsprecht, dass ihr euch vielleicht eine kleine Broschüre macht, die ihr vielleicht zusätzlich nochmal per E-Mail im Nachgang hinschickt, die Vorteile nennt, die Bedingungen, was möglich ist, die Bezahlmethoden. Ich würde zum Beispiel bei der Betriebsverpflegung immer auf Kartenzahlung setzen. Da hast du den Vorteil, das Aufbruchrisiko ist geringer, obwohl es natürlich sowieso in Betrieben viel, viel geringer ist als woanders. Aber du hast das Geld direkt auf dein Konto, ohne dass du es handeln musst. Das heißt, du kannst dem Befüller auch ein bisschen mehr zutrauen, sage ich mal, als wenn er mit deinem Bargeld durch die Gegend rennt. Du hast gleichzeitig die Telemetrie mit drin. Und das muss ja aber jeder selber wissen, da kannst du Münze, Schein und sonst was. Du musst aber halt bedenken, dass du ein gewisses Budget hast, dass du mit dem Automaten nicht so viel verdienst, also Umsatz machst, als wenn du jetzt zum Beispiel auf der Straße damit arbeitest. Und deswegen musst du schon irgendwo kalkulatorisch kostengünstig arbeiten. Und das heißt auch, dass du zum Beispiel auf einen Scheinleser oder irgendwas verzichtest und vielleicht nur Kartenzahlung nimmst. Mittlerweile kann jeder mit seinem Handy bezahlen. Das ist ja kein Hokuspokus mehr. Ganz wichtig, Kleinanzeigen ist ein super Tool. Das finden nicht nur die Chefs, sondern auch die Mitarbeiter und weisen ihren Chef darauf hin. Schaltet eine Anzeige. Snackautomat kostenlos zum Beispiel. Wir stellen kostenlos den Automat bei dir auf. Kostenlos heißt auch, dass ich keine Standortmiete bezahle oder sonst irgendwas. Ich würde auf jeden Fall nie etwas von abgeben im Büro-Operating, sondern es ist einfach Mehrwert. Ihr habt halt nicht so viel Umsatz, als wenn ihr jetzt mit irgendwelchen Outdoor-Standorten oder größeren Firmen in der Betriebsverpflegung arbeitet. Super wichtig, dass ihr euch gut darauf vorbereitet, dass ihr die Vorteile nennt, die so ein Automat hat. Die habe ich ja schon erwähnt. Das ist einfach für Mitarbeiter, das ist eine tolle Geschichte. Und auch für den Chef selber, auch um Arbeitszeit zu sparen, sage ich mal. Und dann seid ihr damit auf jeden Fall schon mal richtig gut im Rennen. Und dann als nächstes, wenn man die Fuß in der Tür hat, ne, dann geht es weiter. Einfach sagen, wollen wir es nicht einfach mal einen Monat ausprobieren? Ist ja für beide Seiten wichtig, das auszuprobieren. Und ist ja kein Hexenwerk, so ein Automat zu versetzen. Und wir rollen den rein und wir probieren das einfach einen Monat. Und wenn es gut läuft, dann lassen wir ihn stehen. Wenn beide Seiten zufrieden sind, meine Seite wäre der Umsatz und die andere Seite wäre zu sehen, ob es überhaupt läuft. Und dann ist es ganz wichtig, das ist ein Massegeschäft. Das heißt, ihr geht auf Standort, Standort, Standort. Die Automaten sind günstiger, ihr könnt mehr fürs Geld bekommen und geht dann einfach auf die Masse und baut euch Stück für Stück das Ganze auf. In den Büros ist es so ziemlich gar nicht erschlossen, bis kaum erschlossen. In größeren Betrieben ja, aber Büros haben im Prinzip nur die Tabletop-Kaffeemaschinen-Händler auf dem Schirm. Und genauso wie es vor 2-3 Jahren war, als ich den Hype begonnen habe mit den Autoautomaten, so ist es auch aktuell mit den ganzen Büros. Ist auf jeden Fall noch ein kleiner Geheimtipp. Wichtig ist auf jeden Fall noch mal zu sagen, lange Lebensdauer hast du der Automaten, das ist ein super Vorteil. Wenig Vandalismus und auf jeden Fall auch wenig Aufwand. Dadurch, dass du wirklich nur einmal die Woche hinfährst oder alle 2 Wochen. Aber du kannst es ganz, ganz einfach halten und einfach Geld verdienen ohne viel Stress. Wer sein Geld mit Snackautomaten verdienen möchte, gerne. Ihr könnt auf onkelkramer.de gehen. Da habe ich einen Online-Kurs für Einsteiger, wie man das macht. Der kostet auch nichts. Und zur Belohnung gibt es hinterher nochmal einen 200-Euro Automatengutschein. Und für den Start, denke ich mal, ist es eine ganz coole Sache, weil das sind halt alles Dinge, die lernst du nicht in der Schule. Das lernst du nirgendwo. Beziehungsweise da erstmal reinzukommen, ist schon nicht einfach. Das ganze Thema Automaten ist relativ simpel, aber man hat natürlich Fragen, Angst, Kennzeichnung, Gewerbe und so weiter. Und die werden da auf jeden Fall beantwortet. Bis dann. Euer Onkel Kramer, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Wenn ihr Ideen oder Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein und ich versuche das mit einem Video zu beantworten. Ciao.